Das war so. Nein, nein, jetzt, du bist ein frecher Wichser. Das ist ja auch bei das hier. Du bist ein frecher Wichser, der absichtlich hier genau die Geschichte einmal ins Gegenteil verkehrt. Ist falsch. Es stimmt nicht. Nein, du lügst, Klaas. Ich sehe doch noch, deine weißen, starkseligen Beinchen, wie du 10 Meter vor mir läufst, weil du natürlich viel schneller bist. Es war genau andersrum. Nein! Es war andersrum. Du warst doch überhaupt nicht dabei. Schmidti! Machen Promis das. Ich habe Fotos. Machst du dir die Welt wieder schön? Machst du dir die Welt wieder schön, Klaas? Also, der du immer der Gewinner bist, oder wie? Also wir müssen vielleicht erstmal die Zuhörer und Zuhörerinnen begrüßen. Jetzt ist so ein bisschen unsere... Als ob wir uns nicht schon genug geärgert unser hätten. Unser kurzes Gespräch über die Inhalte und was man heute so erzählen könnte, praktisch mit in den Podcast geraten. Das kann passieren, wenn man so temperamentvoll und so wie Fuego hat, wie wir wenn's drei. Wenn es so schon anfängt, ne? Wenn es so schon anfängt. Klaas, bitte begrüß die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, also liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen bei Baywatch Berlin. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir haben hier, wir sind dünnhäutig in den Tag gestartet und haben direkt den ersten Konflikt aufgegabelt hier. Und zwar bevor wir eigentlich ein richtiges Gespräch geführt haben. Ich habe gerade, da kommen wir später noch zu, habe ich dem Schmidt erstmal Handspray in den Mund gesprüht und er ist der einzige Mensch davon, der davon total aggressiv wird. Jenke von Wilmsdorf, nimm das erste Podcast-Live-Experiment. Wie wirkt Haschspray? Wenn ich jetzt auf einen schlimmen Trip komme, ne? Klar, ist, weil du mich schon so ärgerst, so zu Beginn. Ja. Ich bin hier auf Hanf und du machst mir da den Kasper, ne? Tut mir leid, das war jetzt auch keine Absicht. Ich dachte, du beruhigst dich davon ein bisschen. So, jetzt haben wir aber die erste Situation. Genau, wir haben ich möchte kurz, bevor wir hier so allumfassend nochmal in den Podcast hineinstarten und bla bla bla, das können wir ein bisschen nachholen. Aber damit man die Zuschauer so, wie man sagt, abholt. Ja. Wir holen euch jetzt ab zu Hause und erzählen euch, was wir hier gerade besprochen haben. Also, wir waren vor ein paar Jahren mal auf Vanuatu. Wer ist denn dieses Wir in deiner Erinnerung? Ja, du und Schmidt und ich. Jetzt doch auch ich, ja? Du warst mit auf der Insel, aber du warst in der Situation nicht dabei. Doch. Eine Frechheit! Ich bin empört! Ich bin empört! So, und jetzt lass mich das mal eben erzählen. Und da gab es eine Hauptinsel, auf der hatten wir nicht viel zu tun, außer schlafen. Und von da aus sind wir dann immer woanders hingefahren, um dann da Sachen zu machen. Wie hieß die nochmal? Das war die große Insel da. Von Vanuatu. Ja. Also, da waren wir unter anderem am Vulkan, da hast du als Hobbit da den Ring reingeschmissen. Da gab es die Insel Pentecost, Tanna und so. Ja, und wir waren aber auf dieser Hauptinsel vorher. Und da gab es einfach ein schönes Hotel. So ein Hochzeitshotel war das. Honeymooners. Sowas. Und da war vorne ein Strand und da waren auch Wasser. Das Problem war nur, es waren Steine und Seeigel. Und sagen wir mal, es war unwegsames Gelände direkt unter der Wasseroberfläche. Und wenn man richtig ins Wasser wollte, weil es war ja auch vulkanisches Gestein und so, das heißt alles sehr scharfkantig und so, wenn man richtig ins Wasser wollte, musste man erst da drüber laufen. Das heißt, für alle ohne Badelatschen war das sehr schwierig. Und man ist schon falsch erzählt, ist ärgerlich. Ist es richtig falsch erzählt? Ja. Ihr meint eine andere Situation. Nee. Also pass auf, es war so, wir kommen an in dieses, zum ersten Mal in unserem Leben in ein schönes Hotel in der Südsee. Und es hieß die ganze Zeit schon im Flieger, Leute, wir haben hier viel Scheiße gefressen auf so einer Duellreise. Joko hat uns hier ordentlich Kack-Items eingeschenkt, also ja besonders dir. Jetzt geht's mal in die Südsee, jetzt ist Payback. Wir kommen an im wunderschönen Honeymoon Hotel. Wir haben eine große Terrasse mit, haben wir auch mal morgens gefrühstückt, mit Blick auf die echte Südsee. Türkisfarbenes Wasser. So, das ist Sachen, wo die Schatzinsel spielt, wo das ist die Raffaello-Werbung. All das kulminiert in dieser Südsee. Wir also kommen an, es ist abends spät, schon dunkel, reißen uns tatsächlich die Klamotten vom Leib bis auf dem Unterbüchschen, rennen da rein wie in so einem Werbespot, wie Leonardo DiCaprio by the Beach und merken dann, als wir wieder zurückgehen, blicken wir ins Wasser und sehen, es ist alles verseucht mit Seeigeln. Seeigel sind diese Riesen, die so aussehen wie so ein Massageball mit 10 Meter langen Tentakeln, die dir sofort in den Fuß stechen und die nie wieder rauskriegst. Entzündeter Fuß, alles Hölle, wenn man eigentlich arbeiten will. Braucht man gar nicht. Merken also, fuck. Dann war es so, dass du nicht ganz so weit drin warst. Du warst ein bisschen näher zum Strand, Klaas. Und Schmidt und ich sind barfuß rein, weil wir halt dieses Werbungsfeeling haben wollen. Ihr seid wie in der Becks Gold-Werbung. Genau. Da so, genau. Wie so junge, verrückte Alkoholiker. Wie junge Rehe, die alkoholkrank sind. Der weiße Schwabbel auf dem Weg in die Freiheit. Der hässliche Deutsche in der Südsee. Und dann läufst du schon so zurück, weil wir so schrei, sind Seeigel, Klaas, Achtung, Achtung. So, ja, genau, aufpassen hier und so. Und läufst dann praktisch wieder so ganz normal, während wir so immer nur ein Zeh vor den anderen geguckt haben, ob man was sieht, läufst du wieder an den Strand. Weil du hattest nämlich solche Spezialschuhe an. Was denn für Spezialschuhe? Naja, so Schwimmschuhe. Oder Badelatschen. So dicke, gummierte Schwimmschuhe. Wie der Dude bei Big Lebowski. Genau.
Und da haben wir gerufen, Klaas, das endet hier bitter. Bitte schmeißt uns einen Schuh zu. Da hast du gesagt. Ey, nee, Leute, dann, ey, hier sind Seeigel, das geht jetzt nicht. Und wie so, Klaas, du Wichser, schmeißt uns einen Schuh, wir teilen uns einen Latschen. Und du so, ja gut. Und hast dann so gönnerhaft einen Schuh zu uns geworfen und zwei Stunden später, weil wir uns diesen Schuh geteilt haben, waren wir dann auch aus dem Wasser. Also was habt ihr denn jetzt zu meckern? Ich hab die Füße blutig, ey, weil okay. wir uns an Korallen da geschnitten also haben. Also dann habe ich diese Story A komplett gelöscht, ja. weil die meinte ich gar nicht. Meine Story ist tagsüber. okay. Und das war gar nicht abends, weil da wurde es ja immer schon so um 5:30 dunkel. Also es war, meins war wirklich morgens oder mittags irgendwie, es war tagsüber und da warst du gar nicht dabei, sondern nur er hier. Und außerdem geht die ja voll gut aus. Der du bin ich und der er hier ist Schmidt. Ja. Also so für Leute, die sich sehen. Ne? Ja, aber die ging ja voll gut aus für mich, die Geschichte. Ich habe euch ja offenbar den Schuh zugeworfen, wie ihr das verlangt habt und dass ihr dann da 2 Stunden braucht, wieder raufzukommen. Naja, also, ich kann mir ja nur nicht für alles verantwortlich machen. Es taugt nicht ganz für so eine St. Martins Geschichte. Also es ist nicht ganz so heroisch wie den Mantel geteilt. Der hat auch nur den halben Mantel gegeben. Du hattest eine Scheiße. Der hat auch nur die Hälfte gegeben. Du hast einer Kokosnuss gelutscht, ne? Hast dir das ganze Drama von außen angeguckt und hast dann noch ewig lang gewartet, bis du dich mal ergöttert hast, irgendwie uns den Schuh zuzuwerfen. Ja, okay, tut mir leid, dass ich St. da nicht... St. Martin macht das anders. Dass ich da nicht in so protestantische Selbstgeißelung verfallen bin. Ja, aber vor allem interessant, und deswegen hatten wir den Streit, du hast es gerade rumgedreht. In deiner Geschichte, in deiner Wahrnehmung warst du der im Korallenriff und ich habe dich geweigert, dir den Schuh zuzuwerfen. Das ist doch unfassbar. Das war auch so. Das war nämlich am nächsten Tag oder wann oder vorher, weiß nicht, Datum. Ja, Dix, ich geh da nochmal rein. Du bist mit mir gemeinsam, und das hast du dann gelöscht, du bist mit mir gemeinsam da auch lang gelaufen. Da warst du nämlich irgendwie so 10, 15 Meter vor mir und ich habe dann gesagt, wahrscheinlich, weil ich dir am Tag vorher nämlich den einen Schuh gegeben hatte, habe ich dann gesagt, jetzt gibst du mir mal einen Schuh. Ich latsch da nochmal rein mit barfuß oder was? Nee, mit Schuhen. Mit Schuhen. Du hattest dir dann deine Schuhe angezogen und dann habe ich zu dir gesagt, jetzt gib mir halt auch einen Schuh, so wie ich das bei dir gemacht habe. Und dann hast du auch gesagt, hau ab, oder was? Also, mehr zu dieser Geschichte dann im Hart aber fair Faktencheck. Ja, aber dass man hier auch so konfrontiert wird mit so Sachen, uraltem Scheiß hier, den man dann nicht mehr so nachvollziehen kann, das ist ja wohl logisch. Ja, es ist alles eher diffus. So. Also, ansonsten, wir sind hier in diesen matschgrauen neuen Tag gestartet. Ja. Wie macht ihr das? Wie motiviert ihr euch, diese Winterimitation da draußen, wenn die einfach nicht aufhört. Man muss doch irgendwann, auch gerade im fortgeschrittenen Alter, ja, muss man sich doch Methoden entwickeln, wie man trotzdem noch Bock hat, morgens aufzustehen. Ich habe nur Bock aufzustehen, wenn das Wetter so ist. Das ist ja das alte Ding, wenn die Sonne scheint, dann ist der ganze Tag überlagert von schlechtem Gewissen. Alle gehen grillen, mit Vergnügen macht wieder eine ganze Wiese auf und so. Und alle haben irgendwie Spaß und treffen ihre Freunde und trinken Rotwein in der Sonne und so. Und man selbst will ja nur Netflix gucken. Und deswegen hast du da einen permanenten Kampf mit dir selbst zu führen. Und das ist bei diesem Wetter ausgeschlossen. Deswegen, ich find's gut. Aber das kann nicht sein, dass du jeden Tag Netflix gucken willst. Du kannst doch nicht immer jeden Tag das gucken. Eigentlich schon, ja doch. Wirklich immer? Ja, hoffst du immer, dass du morgens machst du wenn du die Vorhänge zur Seite machst und dann hörst du die Vögel zwitschern und es ist blauer Himmel und eine Frau fährt mit so einem Fahrrad, mit so einem Korb hinten, wo so ein Lauch rausguckt, so fährt so vom Markt gerade weg und so grüßt noch so einen alten Opa, der gerade so die Straße fegt und so mit so roten Bäckchen und die so. Die Amelie-Musik dazu und dann sagst du, bah, ekelhaft, scheiße, schon wieder so ein Tag. Ja, Vorhänge vorziehen. Na, ich kann es schon verstehen, während so Leute, die im Sterben lagen vor 100 Jahren, die haben so erzählt, na, ich habe den Ersten und den Zweiten Weltkrieg habe ich hinter mich gebracht und dies und das, ne, und jenes erlebt. Und wir können halt erzählen, was so in der dritten Staffel Narcos passiert ist. Ja, es ist schon... auch Erlebnisse, oder? Ich finde so, abhängen in der Sonne, das taugt nur für den Urlaub. Ausschließlich. Das will ich in Berlin nicht haben. So. Wirklich? Ja. Boah, ich hasse es auch, wenn man dann so, da zum Beispiel Volkspark Friedrichshain, ne, ist ja bei mir in der Nähe. Also es ist wie so eine Petrischale der sozialen Interaktion, ne? Da siehst du, was Menschen machen, für die es keine Regeln gibt. Da ist eine Wiese und da scheint die Sonne drauf, es sind 30 Grad. Eigentlich erstmal ein schöner Zustand, paradiesisch, ja? Ich weiß, welche Wiese du meinst. Was passiert dann? Was tut der Mensch, unsere Spezies? Er rollte dicke Bassrollen aus dem Auto auf die Wiese. Jeder spielt praktisch auf seinen 3 Quadratmeter seine Musik, aber brüllend laut. Dazu wird wirklich so mit einer Art Asbest gestellt.
Grillstank, so von kokendem Asbest wird gegrillt, so gar nicht mehr weiß, ist das noch Fleisch oder grillen die direkt die Erde? Die haben doch auf dieser Wiese, die du da beschreibst, haben die doch letztes Jahr, wie war das, 30 Ziegen oder so? Da haben so echt so ein paar Jungs, haben sich dann gedacht, die haben dann da so halalmäßig sich dann irgendwie traditionell da das Zeug da fertig gemacht und dann waren sie ganz erstaunt, dass das Ordnungsamt gesagt hat, dass man jetzt nicht hier so eine halbe Herde braten darf. Ja, das finde ich schon wieder spannend. Da würde ich auch mal vor die Tür. Das ist ein Multikulti-Spot. Also da stinkt's, Leute. Das muss euch noch mal einer sagen. Du kannst da nicht atmen. Dann andere Arschlöcher laufen über so eine Slackline. Übrigens, liebe Arschlöcher in Köln, ne? Ich habe das wohl gesehen, dass ihr in euren offiziellen Parks extra so Pfähle reingehauen habt in die Erde, die nur dafür da sind, Slackline zu laufen. Slackline ist Kacke und jeder, der das betreibt, ist ein Penner. Und wenn ihr da extra Leute ermutigt, praktisch von Staatskosten, das Slackline zu laufen, kann ich das nicht gut halten. Ich finde sowieso, man sollte alles verbieten, was man nur barfuß machen kann. Absolut. Einfach alles verbieten. Ja. Pass auf, Schmidti, ab ins Olympiastadion mit der Nummer. Ebenfalls eine Petition, die ich sofort unterschreiben würde. Bin ich dabei, absolut. Also barfuß kann nicht erlaubt sein. Ich habe, und vielleicht wird es euch aufgefallen sein, ich habe es tatsächlich vermieden in, ich weiß nicht, mittlerweile 15, 20, 24, 40 Jahren Fernsehen, ist vermieden mit nackte Füße ins Fernsehen. Gut. Und es gibt dann immer zum Beispiel, Joko zum Beispiel, der ist da nicht so. Das ist auch so einer, der läuft auch gerne mal, ich glaube, wie gesagt, ich besuche den nicht zu Hause, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auch mal so eine Leinenhose anhat, die so ein bisschen aufschlägt, so auf dem, so oben auf dem Fuß. Und dann ist er so barfuß und läuft so über seinen Holzboden. Und wenn er dann so steht und mit dem Nachbarn spricht, so an der Tür, dann bewegen sich so die Zehen so ein bisschen auf dem Parkett, so verstehst du? Ja, einfach so ein bisschen, um den Parkett so, sich so ein bisschen anzuspüren noch. Das ist auch so ein Mysterium, das habe ich auch Olli Schulz schon geschrieben, ne? Also wir sind ja alle Fan von Fest und Flauschig, ist ja völlig klar, sind die großen Idole hier. Aber was ich nicht verstehe, absolut nicht verstehe, dass er seine Käsemauken, Entschuldigung, Olli, aber auf das Werbeplakat von Fest und Flauschig, wo die auf dem Bett liegen und man sieht eigentlich nur Füße. Ja. Und das hängt am Potsdamer Platz rum, so auf den Plakaten. Wie wenig können einem Füße ausmachen, damit man sagt, so, hier, komm, hier, Foto, komm, zack, hier, guck mal, das sind meine Mauken. Naja, nee, das ist nicht gut. Die Florida ist ja auch eine der wenigen Firmen, in denen Flipflops streng verboten sind, auch im Sommer. Ja. Zu Recht, muss ich sagen, weil keiner will Füße sehen am Arbeitsplatz. Also es gibt so ein paar Regeln, genau. Also die Flipflops sind verboten, dann kurze Hose, glaube ich, nur ab 30 Grad. Ja. Und Jogginghosen grundsätzlich nicht, weil, und das ist O-Ton von unserem Kollegen Thomas Martins, weil es ja immer sein kann, dass man spontan Kunden reinkommt. Also, wir haben hier sehr viel Kundenkontakt. Weil wir haben sehr viel Laufkundschaft, Leute, die hier so langlaufen, die im Prinzip auf dem Weg waren. Ich hätte gerne eine Show. Ja, die waren auf dem Weg irgendwo anders hin und im Prinzip wie bei so einem Reinkommen-Drankommen-Friseur kommen die ran und sagen, wie ist es eigentlich, wollt ihr nicht mal eine Show machen über irgendwie Erbsen? Und wir sagen, Erbsen, gute Inspiration. Setzen und dann, Sie sich, Herr Kerner. Ja, dann setzen sich irgendwie ein paar Redakteure mit ihm zusammen, recherchieren alles zum Thema Erbsen und eine Woche später steht die Show. Das ist normalerweise das. Aber ich gebe dir recht, also im Volkspark Friedrichshain, ja, oder überhaupt in so Parks in ganz Deutschland, aber da fällt es uns natürlich auf hier als Berliner. Dann gibt es diese eine Wiese, wo dann Hacky Sack gemacht wird, Slackline, dann, genau. Dann brennen die Mülleimer traditionell, da weiß man, bald ist Ostern. Oder Hockern, kennt ihr Hockern oder wie das heißt, wo man auch mit Hockern. So Stühlen da rum jongliert und das sich immer mal wieder draufsetzt, das ist das Absurdeste. Das ist absurdeste Kacke. Hockern, ohne Scheiß. Hockern? Ja. Kackern, meinst du? Nein, Hockern. Man hat so einen Plastikhocker und den wirbelt man durch die Luft und setzt sich drauf und stellt mal einen Fuß ab. Und kannst dann du das mal üben? Nee, aber das müssen wir als Begleitmaterial. Da schicke ich mal ein Video von YouTube. Hockern. Also ich frage mich auch, wann im Leben eines Menschen sagt man, so, jetzt gehe ich los in so einen Freizeitbedarfsladen und kaufe mir ein Diabolo. Oh ja, das habe ich mir wann, auch schon oft wann, gefragt. Wann, ja. Was ist der Moment, wo man sagt, ich werde jetzt Diabolo-Spieler? Und wenn man nicht professioneller Zirkusartist ist und damit sein bitter verdientes Geld zusammenkriegt. Warum spielt man Diabolo? Oh, die Feuerschlucker sind auch schlimm, ne? Und wie laufen vor allen Dingen in so einem Diabolo-Fachgeschäft die Beratungsgespräche ab? Ja, das ist Wissenschaft wieder. Ja. Die sind sehr gut ausgewuchtete Diabolos. Der hier hat links Kugellager. Ein tolles Kugellager. Ja. ABEC 5 hat der. Da muss man auf jeden Fall, der läuft richtig rund, der sirrt hier so richtig schön. Hör mal. Und hier haben wir noch zwei so, das sind natürlich ganz normale Holzstöcke. Wir haben noch welche aus Carbon. Das ist dann so das sind ja auch so dieselben. Ich glaube, Diabolo sind, sagen wir mal, die etwas sportlichere Unterart von Leuten, die sonst
E-Zigarette rauchen. Das ist so, wie so eine, wie aus, kommt aus derselben, wie aus derselben Familie kommen die, ne? Wie man sagt, das ist ein Virus aus der Corona-Familie, ist das praktisch auch ein Mensch aus der E-Zigaretten-Familie. Aus der Ursuppe von den E-Zigaretten. Ja. So, und die verästelt sich natürlich tiefer in die Gesellschaft mit all ihren kleinen Hobbys. Und ich glaube, das gehört auch irgendwie so in die Ecke. Dann bist du auch bald beim Mittelaltermarkt und so. Also, das ist dann nicht mehr weit, bis der ich gerade hier da mein eigenes Hundefell so mit mir spazieren. War die mal auf so einem Mittelaltermarkt? Nee, noch nie. Ich war mal da. Fürs privat? Privat. Okay. Ich habe in Brandenburg, dachte ich, jetzt wollen wir mal sehen, dachte ich mir. Jetzt, weil da ist ja wirklich nicht viel los und so. Und manchmal, wenn ich in Brandenburg bin, bin ich ab und zu regelmäßig. Dann hänge ich da so rum und denke mir, ja, was machst du jetzt? Und dann sehe ich immer, man sieht ja immer diese Plakate, die so an der Landstraße sind, Mittelaltermarkt in Bad Brummelshausen. Und man denkt immer, wer zur Hölle geht da hin? Ne? Und irgendwann dachte ich mir, so, jetzt ist soweit. Und dann bin ich zum Mittelaltermarkt gegangen, da bezahlst du richtig Eintritt, 5 Euro, und dann kommt man in eine andere Welt. Da steht dann so ein dicker Mann, oben ohne, der schon so einen Hammer in der Hand hat, der ist dann der Schmied. Und da hinten ist dann irgendwie der Hexer, da läuft da einer rum, der sieht so ein bisschen aus wie Gandalf nach 10 Bier. Gandalf mit Stütze. Und kommt dann um die Ecke und sieht da so ein bisschen, also so eine Mischung aus Gandalf und Zigarette. Und der macht dann Zaubertrunk, dann gibt es Stockbrot für die Kinder. Dann gibt es so ein Kettenkarussell, was aber selber einer mit so einem Fahrrad aus Holz antreibt und so. Wie schmeckt denn Stockbrot? Was ist das überhaupt? Ist das einfach Brot, was an so einem Stock gemacht ist? Es schmeckt verbrannt natürlich. Also das halten die da übers. Also man hat ja nicht aus Quatsch irgendwann den Ofen erfunden. Also das ist halt so ein Brot, was die über dem offenen Feuer, das schmeckt wie Wasser, was du über dem offenen Feuer destillierst. Scheiße, schmeckt das. Aber jetzt mal, ich muss jetzt mal einhaken. Also es ist ja natürlich, man lacht ja gerne drüber und die, aber du bist Mittelalter-Fan. Nein, aber seid ihr nicht etwas neidisch, dass sich Leute da so engagieren und sich so reinleben und so ein Hobby haben, dass sie so richtig erfüllt? Ja, das stimmt. Ich habe gar nichts außer Narcos. Und wenn ja, das mal weiß, ist es richtig so tot. Also ich war noch nie irgendwie so, dass ich irgendwie von der Arbeit nach Hause gerannt bin, weil ich endlich meinem Hobby nachgehen will. Und das irgendwie finde ich das schade. Aber sind nicht ein bisschen deine Katzen jetzt auch ein neues Hobby? Nö. Das betrachtest du nicht als Hobby? Nö. Du freust dich einfach nicht nach der Arbeit auf die, deswegen fallen die da raus, oder? Ich freue mich ganz kurz, wenn die mir Hallo sagen und so, aber das passiert ja auch selten. Okay, aber die so arrogant sind. Aber das ist ja was anderes, als wenn ich sage, so am Wochenende bin ich ein Ritter. So, weißt du, also das sind ja noch ein paar Stufen. Das sind ja noch ein paar Stufen. Aber ja, wenn, dann will ich nicht sowas sein, was wirklich gab. Also wenn, dann will ich Ork sein oder sowas. Oder Troll. Also früher hatte ich das alles. Weil ich dachte, hattet ihr als Kinder Hobbys? Ey, Leute, ich habe alles mitgemacht. Was hast du durch? Ich habe Warhammer gespielt, das schwarze Auge, AD&D. Ich habe alles an Ballsportarten gemacht. Ich war der Hobby-King. Und dann hat irgendwie das Saufen angefangen. Und dann hatte ich kein Hobby mehr. Kannst du dann alle deine Hobbys weggesaufen? Von so einem vielseitigen Spieltyp. Ich habe alle Hobbys ersetzt und durch Alkohol so mit 15, 16 ersetzt. Muss man ehrlich so sagen. Tja. Ja, schade ist das. Und meinst du, wenn du jetzt heute so in so einen Spieleladen gehen würdest und würde das wieder so auf dich übergreifen? Ja, es gibt in der Frankfurter Allee, gibt es hier bei uns in der Nähe, gibt es den Warhammer-Laden, ne? Games Workshop. Und wenn ich da am Schaufenster vorbeilaufe, dann bin ich so ein bisschen wehmütig und denke mir, ach, nochmal Kind sein. Nochmal das Spielen, nochmal die Elder rausholen. Aber daran kann ich mich auch erinnern, also diese Nostalgie oder auch diese Melancholie, die du da verspürst, die kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe auch aktiv mitbekommen, wie mir Playmobil keinen Bock mehr gemacht hat. Oh, das, ja. Ich habe richtig so, ich habe richtig, das ist, war nicht so schlagartig, sondern es ist so ausgefadet, dass ich irgendwie, ich weiß so, in meiner Vorstellung habe ich die Playmobil-Figuren immer langsamer bewegt, bis sie irgendwann einfach stehen blieben und dann habe ich sie nie wieder angeguckt und so. Und das war so eigentlich ein trauriger Prozess, weil damit meine Kindheit so ging und ich habe sehr lange sowas gespielt. Ich auch. Nur, bei mir haben sich die Themen verändert. Ne? Ich habe dann irgendwie so eine Art Narcos-Geschichten damit nachgespielt, also so. Bis das dann auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann habe ich sehr spät damit aufgehört, muss man sagen. Ich glaube aber bei jedem Scheiß, und da ist so ein bisschen Schamgefühl dabei, dass man das alles mal durchgemacht hat, diese Rollenspielzeit über Jahre. Also der will ich jetzt ungern mit, dass es so ein Wir ist. Also ganz ruhig von dir. Nee, du nicht, aber ich auch der nicht. Punkt, auf ich den ich komme, nicht. Ist, ich glaube, das entwickelt die Kreativität as fuck.
Oh, und jeder, der da mitgemacht hat, der ist trainiert, über Jahre hinweg Geschichten zu erzählen und zu kreativ zu denken. Und ihr beide halt nicht. Ne? Nee, stopp. Ja, da, den schut sich mir nicht an, weil ich glaube, dadurch, dass Klaas und ich Playmobil-Fans waren, weil zum Beispiel, ich habe mir nie was aus Lego gemacht, weil ich keinen Bock hatte, da so fizzelig Playmobil was zu bauen. Playmobil war damals schon für die Unkreativen. Nein, überhaupt die zu faul sind, was zusammenzubauen. Ey, die hier ich ist ein Piratenschiff fertig. Das ich ist der letzte Kack. Fünf Stunden in meinem Zimmer versunken, weil ich da irgendwas mit den Figuren gemacht habe und da ganze Welten entstanden. Man hat Lego gebaut, man hat Häuser das gebaut, hat nicht, man hat Städte das gebaut. Nicht interessiert. Man, ich wollte das ausdenken. Ich hatte tatsächlich einen Kumpel, der konnte das gut und der hat die Sachen gebaut. Ich habe damit gespielt und wenn die kaputt ging, habe ich die in die Reparatur gebracht. So weit weg war ich von Lego. Wir haben die ganzen Star-Wars-Welten nachgebaut. Und das war zu einer Zeit, wo es von Lego noch keine Star-Wars-Sachen gibt. Und wenn ich heute in Kinderläden vorbeilaufe und sehe diese Star-Wars-Dinger, dann denke ich mir, oh fuck, ey, 10 Jahre zu früh. Ich da heute an die Kinder, denen wird doch alles da schon vorgekommen. Wir haben nur damals den Lego-Steine noch selber da zusammengehobelt. Das ist doch eine Problematik, dass du heute nicht mal mehr dein Denkbrötchen da anschmeißen musst, sondern heute dir alles dahingestellt wird, hingepackt und ich musste da noch richtig ran mit der Bedienungsanleitung und richtig gebaut. Man merkt, dass ich kein Lego-Wissen habe. Ich habe genau das Gegenteil gesagt. Ich beneide dich darauf, dass die Kids heute das haben. Ist doch egal. Ja. Naja. Aber wurscht, ne? Aber du erzählst das wirklich so wie, also wenn du sagst, es gab nicht, also du erzählst das so wie aus dem Krieg, dass es damals noch nicht mal original Star Wars Lego gab, sondern wir mussten uns das selber, wie meine Oma erzählt, es gab im Krieg gab es keine Bonbons, wir haben, um Spucke im Mund zu haben, haben wir Kieselsteine gelutscht beim Handballspielen. Das hat meine Oma immer erzählt und so in dieser Manier erzählst du, dass es noch kein Merchandising von George Lucas gab. Ja, zugegeben, ja. Das ist nett, man muss sagen, also wir letztendlich erzählen wir in derselben Art, im selben Duktus wie die Generation vor uns, weil wir das einfach übernehmen, wahrscheinlich unterbewusst. Wir füllen das nur auf mit so Quatsch. Ne? Also wir tun so, als hätten wir auch nichts gehabt. Ne? Damals, wenn wir, sagen wir mal, die Entsprechung von, wir sind damals 3 Tage durch den Schnee ohne Schuhe mit einem Bollerwagen und einem kleinen Bruder hinten drin, ist bei uns, wir hatten gar kein Pucki-Fahrrad, weil das ausverkauft war. Stimmt. Und deswegen gab es eins, was genauso aussah. Kein Star Wars Merchandise. Aber es stand nicht Pucki drauf, das war hart. Ja. Unsere Nachkriegszeit, Werbung. Guck mal, ist euch schon aufgefallen, dass ich heute eine neue Hose trage? Das ist eine richtig scharfe Buchse, das ist mir schon aufgefallen. Wer hat dich da denn reingeschossen? Die sieht morgen so bequem aus und trotzdem so bürotauglich. Was sei denn los? Also erstmal muss man mich in diese Hose nicht reinschießen wie in andere Jeans, weil das ist nämlich keine Jeans, das ist eine Levis Chino. Willst du die mal anfassen? Ja, die ist ganz weich und komfortabel. Hm. Und das Tolle ist, schmier die nicht zu hoch. Nicht so, da kann ich mich nicht konzentrieren. Das Tolle ist, dass das einerseits eine Chino ist. Eine Chino ist ja eine eher feinere Hose als eine Jeans. Ja. Aber die übernimmt die typischen Schnitte von Jeans. Ne? Levis sind ja Jeans-Experten und die haben praktisch so ein bisschen mit ihrem Jeans-Wissen die Chino jetzt cool gemacht. Und das mit einem Stretch-Anteil, so, dass man mich da nicht mit 3K reinschießen muss, 3G reinschießen muss, oder wie das heißt, jetzt mit Mach 3, sondern die passt sogar, weil die sich praktisch meiner Körperform anpasst. Ist das so Wonderknit? Die hat Wonderknit und vor allen Dingen gibt es natürlich auch eine Farbauswahl, die weit über die typischen langweiligen Jeansfarben hinausgeht. Ja. Und das Ganze gibt es jetzt auch erhältlich im Levi Store, Levi Store, Levi Store, ich sag einfach alles, dann kann man sich das Richtige aussuchen. Und natürlich gibt es auch mehr Infos unter levis.com. Und das ich sind hatte, aber keine Khakis oder so? Nein, es ist eine reine Chino, es gibt verschiedene Passformen, Taper Slim, Taper Straight Cropped und auch als Shorts. Ja, ich hab noch eine kleine Fachfrage. Ja. Ist das Stretch Twill? Das ist der bekannte Stretch Twill. Und wenn man die Hose mal sehen will, dann kann man die Folge am Montag schauen von Late Night Berlin. Da ist in 3 Frames, also in 3 Einzelbildern, sieht man mal kurz von der Seite mich, weil gestern hatte ich die mir auch an. Ja, also kann man sehen, wie die mir steht. Hast du jetzt schon den zweiten Tag an? Hab den zweiten Tag an, weil die so bequem ist. Will nichts anderes mehr an. Ich muss sagen, ich hatte die letzte Woche auch an und ich konnte sie leider nicht mehr zur Arbeit anziehen, weil ich immer verwirrt war, weil das so ein Couchgefühl ist zum Mitnehmen. Ja. Ich dachte die ganze Zeit, ich lieg zu Hause auf der Couch, weil die so bequem waren. Also hast dich gewundert, dass da irgendwie gar nicht Pacho Herrero reinkommt, sondern ich. Ja. Und trotzdem hast du halt einen coolen Business-Look, weil wir sind 3 coole Business-Guys. Ja. Können ja nicht nur Party machen, müssen auch ein bisschen Business machen. Wie heißen die genau, damit ich die auch finden? Die heißen Levi's XX Chino. Die moderne, coole Variante der Stoffhose. Geil.
Da schlage ich zu. Ja. Werbung Ende. Aber um da den Bogen nochmal zu schließen, also meine Theorie ist, da bin ich jetzt nochmal im Park, dass ich zum Beispiel für mich alles ausschließe, wobei man auf dem Boden sitzen muss. Also ich mache nichts, keine Hobbytätigkeiten, keine Sommertätigkeiten, bei denen man auf der Erde sitzt, auf dem Gras, weil ich das absolut hasse. Und deswegen muss für mich alles mit einem Stuhl möglich sein. Hockern. Ist Hockern möglich? Ja, dass ich, klar. Berühre ich da die Erde? Nö. Wenn du gut bist, nicht. Das ist mein Ding, glaube ich. Aber ich finde ja zum Beispiel, ich bin auch kein großer Grillfan, ich hasse Grillen, weil mich das immer nervt. Und du warst mal im Sommer bei mir und da haben wir auch Leute, haben dann auch gesagt, jetzt muss gegrillt werden. Mhm. Und dann habe ich so sehr widerwillig diesen Grill angeschmissen da, 1,5 Stunden lang, ne, den ich ein paar Tage vorher noch zusammengeschraubt habe, da 100 Jahre. Da standest du auch nicht im Verdacht, dass du ihn jemals angemacht hast. Dass du jemals geplant hättest, den anzumachen. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Gab es da so eingeübte Handgriffe von Klaas? Er hat da die Würste lieblos draufgeschmissen. So hat gesagt, sagt, wenn es fertig ist. Das war so die Gastfreundschaft. Es ist mir wirklich, ich verstehe auch diese ganze Rummännern am Grill. Ich verstehe das nicht. Es ist mir scheißegal. Und am schlimmsten finde ich Grillen dann mit so einem Tankstellengrill, den man sich da zusammenkauft, in so einem Park dann, wo du dann noch so Plastikgeschirr kriegst. Und dann sitzt du nämlich auf dem Boden, hast das auf dem Schoß. Am Ende gehst du noch zu spät los, dann wird's dunkel, dann wird's kalt und dann sitzt du da mit deinem kalten Zehensteak, sitzt du im Park, im Schneidersitz, hast den Teller, der dir ständig vom Bein rutscht, mit diesen Plastikdingern, du kriegst diese sehnige, schlechte Stück Fleisch, kriegst du nicht auseinander, irgendeiner kommt, dann gibt's auch nur Gewürzketchup und keinen normalen Ketchup, das ist immer dasselbe und dann irgendwann im Dunkeln mit der Handytaschenlampe suchst du dann deinen Müll da zusammen und das war dann der schöne Grillausflug, ne? Ich habe keinen Bock drauf, wirklich. Und weißt du, was mir jetzt übrigens auch aufgefallen ist, das muss ich einmal sagen, das war auch im Park jetzt, da wollte ich euch auch mal fragen, weil ich dachte, ich bin verrückt geworden. Ich dachte, eine dystopische Zukunftsvision ist eingetreten und das, was unsere Eltern immer gesagt haben, nämlich, wir nehmen am Leben nicht mehr teil, sondern gucken nur noch auf die Dinger, nämlich auf die Handys. Das ist jetzt endlich passiert und keiner redet mehr miteinander und zwar so plakativ, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Ich bin durch den Park gelaufen und wirklich, ohne Scheiß, jeder Zweite, teilweise jeder, auch Gruppen von mehreren Leuten sind nebeneinander hergelaufen, standen in Ecken, haben aufs Handy geschaut und ich dachte, ich habe jetzt hier eine selektive Wahrnehmung und ich sehe nur die und die anderen fallen mir nicht auf und dann habe ich wirklich gezählt und habe gesehen, jeder guckt drauf, jeder, unterschiedlichste Generation, junge Leute, alte Leute, Leute, die aussahen wie Architekten, Leute, die aussahen wie professionelle Trinker, alle haben auf ihre Handys geguckt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt gehe ich dahin, ich will wissen, was die da machen, was ist hier los, ne? Warum machst du da nicht den Basler, dass er sich drüber aufregt? Nein, ich finde es ja eine ganz kluge gesellschaftliche Beobachtung. Na, Moment mal, mich hat es nur interessiert, warum jetzt alle aufs Handy gucken. Ist doch nur interessiert. Und zwar nicht so mal eben kurz oder so. Und dann habe ich rausgefunden, weißt du, was die alle gemacht haben? Die haben Pokémon Go gespielt. Nein! Oh. Ist es wieder in? Ich weiß es nicht, aber es haben die unterschiedlichsten Generationen haben Pokémon Go. Wann war das? Letzte Woche. Ach Quatsch. Letzte Woche. Das spielt doch keiner mehr, oder? Ich bin hingegangen, ich habe gefragt, weil ich es nicht glauben konnte. Es gab eine völlig unhomogene Gruppe, die dann vorm Park, auf dem Parkplatz, standen die zwischen den Autos, weil da offenbar eine Arena war, wo diese teilweise Leute mit zwei Handys, die hatten in so einem Tupperdosendeckel hatten sie, damit es praktischer ist, sich zwei Handys nebeneinander dran geklebt und dann nur den Deckel so festgehalten. Und dann haben die mit ihren Viechern da oder was, ne? Da muss ich wieder an die weißen Tiger denken. Die und ihre Viecher. So, aber die. Ja, Gottschalk über Siegfried und Roy. Ja. Die und ihre Viecher. So, egal, andere Geschichte. Und dann, ich fand das richtig kurios, das waren Leute, die hätten unsere Eltern sein können. Und dann gab's so natürlich, dann gibt's auch immer so eine, da gibt's auch so eine, ich oute mich jetzt da als, ich boomer mich jetzt so ein bisschen aus der Wahrnehmung einiger Leute, indem ich sage, ich glaube, es ist eine Visual Key Bewegung. Da gibt es so 30, 40 junge Leute, also wirklich so von 14 bis 17, die mit so Manga-Perücken und so Schuluniformen und so merkwürdig geschminkt immer so im Kreis sitzen da und so. Und die haben auch alle Pokémon Go gespielt. Ich habe mich so ausgegrenzt gefühlt wie selten. Was ist denn Visual Key? Naja, so Manga Vergötterung und letztendlich Identifikation damit und sich selber so verkleiden. Wir sollten da aufhören, da stimmt kein Wort.
Da stimmt nichts mehr, ich weiß, ja. Anaheim und Visual Key, das ist alles falsch, was wir da sagen. Lass uns einfach skip da. Es ist komplett falsch, aber ich will es einfach nur sagen, ich stehe davor und ich kann nicht zu jedem jetzt hingehen und sagen, erklär mir dein Leben. Ja, aber was machen denn die Teenies da? Ne, es ist, ich finde es auf jeden Fall, das ist auch bei der Hitze auch teilweise mit so Perücken sitzen die dann. Aber seid ihr nicht da wirklich neidisch, ja, dass sie sowas haben und sollten wir uns nicht ein Hobby zulegen? Oh, was könnte uns, aber ist nicht der Podcast jetzt sowas wie unser Hobby? Das ist das Einzige in der Woche, was mir Spaß macht. Sollen wir uns wie so Mangas verkleiden? Ich meine, das ist doch in unserem Alter. Nee, aber ich hätte einen Vorschlag, was du machen könntest, Lars. Was denn? Spielsüchtig werden. Da ist nämlich die Veranlagung. Ja, da ich war mit dir zwei oder dreimal in Las Vegas. Habe ich einen Hang zu. Ja. Und Leute, der kommt in diese Stadt. Ne? Und während wir noch das Gepäck vom Band holen, ne, ist Glashäufer Umlauf ohne Scheiß schon am ersten Automat, der direkt neben dem Band ist, dem Gepäckband, und zockt da alles weg. Dann muss er sich nach 5 Minuten muss er sich Geld leihen von allen Teammitgliedern, die eh nichts auf der Tasche haben. So, schmeißt das auch noch da rein, ja, verliert es auch. Am Anfang lief es nicht so gut. Ist das normal, Glas? Muss man sich erstmal warm spielen? Ja. Am Ende, die Bank hat natürlich Vorteile, weil die viel mehr, also das sind ja viel mehr Automaten als, ich bin ja nur einer. Aber ich würde schon sagen, du bist da ultra gefährdet, spielsüchtig zu werden. Weiß, ja. Du warst wirklich in dem Hotel, da hat man dich teilweise nachts um 2:30 gefunden, wenn irgendjemand noch vom Dreh kam. Das Problem ist ja auch perfide, was die da machen. Wir schlafen nicht in normalen Hotels, sondern wir schlafen in Hotels mit angeschlossenem Casino. Was heißt, man muss durch das Casino durchgehen, bis man überhaupt erst beim Fahrstuhl ist. Und da läuft man an 20, 30 so einen Automaten vorbei. Und das ist für jemanden, der da Spaß dran hat, ist das schwierig. Da, gerade auch wenn man mit viel Spaß, auch wenn man mit Bargeld noch in der Tasche, das brennt einem richtig in der Tasche dann. Und man denkt, das könnte ich jetzt ja da reinstecken und dann drehen sich diese Kugeln wieder. Ne? Was denn das Gegenteil von einem Igel in der Tasche in dem Zusammenhang? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also irgendwann ja nichts mehr in der Tasche. Also das geht ja sehr schnell auch damit. Ne? Und die sind auch so frech, weil die auch wissen, was Sucht bedeutet offenbar. Also vor allem Spielsucht, damit ist ja auch nicht zu spaßen. Ne? Da sind auch dann ganz schnell $100 sofort weg. War es nicht 200. War es nicht sogar so, dass Joko so einmal auf gedrückt hat und sofort 1000 Mark gewonnen hat? Ja, und dann auch weggeblieben ist. Joko überhaupt nicht züchtig und auch nicht gefährdet. Ne? Schmeißt da, macht der dir zuliebe einmal mit. Und dann macht's kling, 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 kling. Und du hast dich so geärgert nur in deiner einen Nacht und du wolltest dann den Gewinn wieder reinholen und so. Also diesen ganz den Verlust wieder reinholen, so die ganz typischen. Doppelt so viel setzen, damit man das erste dann wieder gut macht. Aber das Geile ist auch wirklich so, ey Schmidt, hast du nochmal deinen Zehner? Ich muss da mal in Las Vegas habe ich dann auch mal bei einem richtigen Pokerturnier mitgemacht. Da waren 120 Leute haben da mitgemacht. Das ist insofern ganz gut, als dass man dann überschaubaren Einsatz hat, weil du einmal dich einkaufst für, weiß ich nicht, $500 oder sowas, ja. Also, das klingt alles so süchtig, wie du das erzählst. mich selber schon so eingrenzt. Da steckt schon so viel Selbstbetrug drin, allein in der Wiedergabe von etwas, was passiert ist. Aber pass auf, und dann war es so, dann habe ich ganz lange, am Anfang hast du viele verschiedene Tische und so, und dann spielst du halt da so, musst sehr professionell sein. Neben mir saß so ein Opa mit so einem Hawaii-Hemd und weißt du, so ein typischer amerikanischer Opa, ne, der noch so eine Mütze hatte, noch so Kopfhörer auf und der hat dann so Taler, ne, dass er irgendwo was gewonnen hat, legt er dann schon so hin, um so ein bisschen Eindruck zu machen. Habe ich aber sehr gut gespielt und habe die dann alle nacheinander, wirklich ein nach dem anderen, gingen vom Tisch und so und es wurden immer weniger und die Tische wurden dann so zusammengezogen und man kann natürlich, wenn die nicht doof sind in Las Vegas, die ganze Zeit umsonst trinken. Wenn man spielt, kann man umsonst trinken. Ah. Und es hat dazu geführt, dass ich da von dem Angebot habe ich Gebrauch gemacht und ich habe dann die ganze Zeit mir also Getränke bringen lassen, während die anderen dann Red Bull oder Cola trinken, weil die das teilweise hauptberuflich machen, ne? Und dann waren wir am Ende, waren nur noch so ein paar Leute dabei, dann war der Opa dieser Angeber. Das war auch eine interessante Beobachtung übrigens, weil der war richtig wer an dem Tisch. Der saß neben mir und der hatte diese ganzen Chips da, die waren irgendwie, er war an dem Tisch, hatte er eine hierarchische gesellschaftliche Stellung. Und dann ist er gegen mich rausgeflogen mit so einer Eselei von ihm und dann ist der so aufgestanden vom Tisch und hat sich wieder in diese Ameisenstraße der Menschen, die da zwischen diesen Spielautomaten langlaufen, so eingereiht und ist innerhalb von einer Sekunde verschwunden. Also der war wieder so ein Teil von Leuten, die sich durch Casinos schieben. Er war ganz kurz ein individuell wahrnehmbarer Mensch, der Erfolge hat, der geachtet wurde an dem Tisch, wo auch der Typ, der die Karten ausgibt, mal gesagt hat, ja, was hat der denn da alles und so. Und dann war der sofort wieder einer von Millionen. Wie wenn Homer Simpson so im Busch verschwindet. Genau so war es. Der war auf einmal
unsichtbar, wie mit einem Vorhang von Harry Potter. Und hast du da Fett abgeräumt? Nee, und dann war es so, und dann war so ein Italiener, der hat mich wahnsinnig gemacht. Der hat die ganze Zeit gequatscht und gelabert und der hat mich irre gemacht. Der hat mich provoziert. Das habe ich natürlich gemerkt, weil ich betrunkener wurde. Und dann wollte ich den, auf Teufel komm raus, wollte ich den vernichten mit meinen Pokerkarten. Hat nicht geklappt. Und er hat mich dann vom Tisch genommen, mich als 19. rausgeflogen von, ich glaube, 120 Teilnehmern oder so. Und das hätte noch nur so 4-5 Plätze noch. Dann hätte ich schon meinen Einsatz wieder bekommen und dann einen weiter hätte ich so geregelt. Ja, aber ich weiß auch, man ist dann morgens, hat man sich vor dem Casino getroffen, um zum Dreh zu fahren und da hattest du so ganz kleine Augen. Und dann haben wir immer gefragt, so Klaas, was ist denn los? Oh, ich konnte heute Nacht irgendwie nicht schlafen, vielleicht war Vollmond, wer weiß. Und es war so völlig klar, du bist einfach aufgestanden, zum Casino gegangen, ne, hast da den einarmigen Banditen bedient bis nachts um 5 und dann hast du uns erzählt von der Mondphase, ne? Ich habe nicht von einarmigen, ich habe viel Roulette-Automat gespielt. Das hat mir viel Spaß gemacht, ja. Werbung. Es gibt noch etwas anderes, was wir auch noch mal hier uns anschauen können. Das haben wir heute schon mal getestet an unserem Laborhühnchen hier. Thomas Schmidt, dem haben wir das schon mal in die Schnauze reingesprüht. Nämlich, warte mal, wo haben wir es denn jetzt hier? Da ist es. Das habe ich ihm mir heute gegeben. Das ist Vay von der Firma Vay, also Vaay, Mundspray und zwar mit CBD. CBD, das ist praktisch das Beste vom Hanf. Das ist nicht THC, nicht verwechselt, also es ist CBD. Es macht nicht breit oder verrückt oder hat keine psychogene Wirkung, sondern es entspannt so ein bisschen. Und Vay ist praktisch eine Wellbeing-Marke, die das Beste aus dem Hanf herausholt. Und da gibt es alles Mögliche. Da gibt es den Pen, Gel, Kapseln, Öl, da gibt es so eine Badebombe. Das habe ich ausprobiert. Das machst du dir in die Wanne, wie so ein Badeschaum. Und ich sag mal so, warmes Wasser ist ja schon sehr entspannt, ne? Aber wenn diese geheime Zutat dazu kommt, also da bist du richtig. Es gibt auch Vay Night, das sind so Tropfen, der ist, glaube ich, mit Melatonin auch noch, also so ein körpereigenes Produkt eigentlich, was noch ein bisschen schlafanstoßend ist. Das heißt, da entspannt man ganz entspannt und schläft auch gut. Und ich muss sagen, ich finde das tatsächlich sehr gut. Und man kann mit Vay eigentlich den ganzen Tag verbringen, um so ein bisschen runterzukommen. Ja, wie ist denn das Gefühl, Schmidi? Ja. Ist auch geil, dass du mir das jetzt erklärst, was du mir vorhin in den Mund gespritzt hast. Ja, ich wollte ja nicht, dass du praktisch gestützt durch die Annahme, wie du dich jetzt fühlen solltest, sondern ja. Ich wollte mal wissen, wie fühlst du dich, wenn ich es dir einfach gebe? Ich habe jetzt ohne Scheiß gemerkt, dass ich mich weniger aufrege über euer Gesappel als sonst. Ja, siehst du, das muss diese Wirkung sein. Aber jetzt mal ohne Scheiß selbst, also ich suche auch, seid ihr auch so, ich glaube, Jakob ist auch da anfällig, so nach Sachen zu suchen, die einem einen gesunden, guten, tiefen Schlaf bringen und so. Und deswegen, also da... Das ist aber kein Schlafmittel, das darf man nicht vergessen. Das entspannt ein bisschen. Entspannt, es, irgendwie gibt es einem so eine gewisse Ruhe und es vor allen Dingen, ich habe ja immer sowas immer Angst, ne, dass man irgendwie, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Drogen genommen, einfach nicht, weil ich so wahnsinnig konsequent bin oder weil ich nicht suchtgefährdet bin. Ich bin sehr suchtgefährdet, aber ich mache das deswegen nicht, weil ich immer Schiss habe vor allem. Und da habe ich überhaupt keinen Schiss und deswegen habe ich das benutzt. Also es ist sehr gut und man kann sich alle weiteren Informationen auf www.vay.com vaay.com und das kann man in der Folgenbeschreibung sich auch nochmal anschauen. So. Werbung Ende. Ja, wenn wir bei dem Produkt schon sind, ne, da fällt mir ein, also meine Eltern werden immer älter, ne? Schöne Grüße. die werden älter. Und ja, das scheint so, ab einem gewissen Alter eignet man sich so, das ist so ein Mix aus Verschwörungstheorien und offen sein für neue Gimmicks. Das heißt, ich habe fast schon Angst, wenn ich ins Saarland fahre, was da als nächstes auf mich lauert. Das war mal Astronautennahrung, so als Nahrungsergänzungsmittel, die ganz wichtig waren für 5 Wochen. Dann gab es die irgendwie so Flohsamen. Ah, das habe ich auch schon gehört. Damit der Stuhlgang besser wird. Damit hast du mir auch mal vorgekommen. So, jetzt kam ich am Wochenende heim und dann liegt auf dem Tisch von meinen Eltern ein Buch von Hannes Jenicke, wie uns die Medien verarschen. Und jetzt habe ich schon wieder Angst, dass das der neue Spleen ist. Ja, aber vielleicht, aufgrund aktueller Entwicklung, wollen sie vielleicht einfach das Kind besser verstehen. Ja, Punkt. Also Medien sind der neue Orang-Utan, kann man sagen. Ja, wenn du, das ist so. Das ist bei den Medien ist es im Prinzip genauso. Wenn du, wie bei so einem rasierten Schimpansen, wenn du oben fertig bist, kannst du unten wieder anfangen. Das ist einfach, das ist so eine Lebensaufgabe. Da weiß man gar nicht, wo man aufhören muss. Es ist wie beim Renovieren des Kölner Doms. Ach, Hauptsache wird unterhalten. Aber apropos, ich glaube, die suchen wirklich ein Hobby und das finden die in Globuli, in Nahrungsergänzungsmitteln, in Wundertee.
und. Also das ist wirklich erstaunlich zu beobachten. Da waren die nie anfällig und jetzt so im Alter auf einmal auf alles. Aber wer influenzt sie denn dazu? Keine Ahnung, ich glaube so untereinander. Also das, was sie früher so per SMS, wenn sie sich die Smileys hin und her schicken und so Hasen-GIFs und sowas, das ist heute, probier mal das aus, das ist so super. Also ich verrate ein Geheimnis, für das ich auf jeden Fall Ärger kriege in Oldenburg. Ich kriege immer Ärger, ne? Meine Mutter geht auch fett pumpen. Und ach, wenn meine Mutter pumpen geht, dann hört die manchmal diesen Podcast hier. Oh, liebe Grüße. Ja, alles Gute, alles Liebe. Und dann gucken die anderen sie immer blöde an, wenn sie entweder lacht oder aber auch wütend ist. Ja, klar. So. Und ich verrate jetzt mal ein kleines Abenteuer meiner Mutter mal. Und zwar an meinem Geburtstag hat meine Mutter auf meiner Terrasse mit Sido gekifft. Ja, da war ich dabei. Stimmt. Aber nur einmal gezogen. Aber ich sag mal, bei dem Zeug, was der hat, schießt er das sowieso eine Woche weg. Ne? Das ist dann nicht CBD und so ein bisschen easy sein, sondern das ist richtig rosa Elefantensinn. Und ich finde das irgendwie gut, dass man sagt, ja, lass doch mal ausprobieren. Ich habe es noch nie gemacht. Ganz früher, als meine Mutter ist ja eigentlich Kinderkrankenschwester, und was die gemacht haben in der Ausbildung ist, die haben sich Bier sondiert. Was? Ja, man kann sich ja eine Nasensonde legen, das müssen die ja üben, ne? Als Krankenschwester, das ist ja eine Sache, die man können muss, um halt künstlich ernährt zu werden. Und da kannst du ja natürlich reinmachen, was du willst, ne? Auch Bier. Ist das ein Hobby für uns? Das wäre was, ja. Das ist wirklich die Weiterentwicklung eines Bier. Ab in den Park. Jetzt darf ich nicht mehr so viel erzählen. Man hat ja aber deiner Mutter, der hat das Spaß gemacht. Also sie kam sehr gut klar mit Sido und seinem Gras. Ja, genau. Ja, die haben sich und immer wenn eine Party ist, fragt sie, ob ihr Freund auch wiederkommt. Aber ich muss deine Mutter das nächste Mal fragen, wie man das mit dem Bier macht. Das will ich mal testen. Ja, so, jetzt erzähle ich aber nicht mehr, ich kriege richtig Ärger und ich möchte mich auch im Vorhinein schon mal entschuldigen. So, jetzt gibt es aber eine Sache, die wir jetzt mal wirklich machen. Wir haben ja die große Angewohnheit, Sachen, die wir ankündigen, nicht zu machen, aber in dem Fall können wir es einfach nicht machen, weil wir da ein gebrochenes Herz zurücklassen, auf beiden Seiten des Kameras. Denn Jakob ist ja, wie wir in der letzten Woche erfahren haben, nach wie vor glühender Prinzenfan. Ja. Ich kann ihm habe auch sehr viele Solidaritätsbekundungen bei Instagram bekommen. Bei Jakob Lund 1 haben mir ganz viele Leute geschrieben, wow, wir waren auch Prinzenfans, die Prinzen sind mega geil. Wir haben nur die Prinzen gepumpt. Es ging wirklich extrem viel um die Prinzen. So, und jetzt ist es so, dass wir eine, ja, wie soll man sagen, ich habe ja die Möglichkeit, dich jetzt an die Hand zu nehmen und über den goldenen Regenbogen Richtung Prominentenwelt zu gehen. Du kannst jetzt direkt einfach mal zugreifen und die Leute mal in echt kennenlernen, weil ich dir ja die Tür öffnen kann zu diesem Himmelreich, ne, an Prominenten. Und ich habe einfach die Nummer von Sebastian Krumbiegel. Dem Sänger der Prinzen. Dem Frontmann. Hauptsänger und der Star der Prinzen, ja. Ansonsten übrigens die anderen beiden Prinzen, ne, die sind für mich so, ich würde nicht mal merken, wenn die anderen beiden der Prinzen, außer Tobias Künzel, Sebastian Krumbiegel, wenn die anderen beiden jetzt zwei von den toten Hosen wären, würde ich nicht merken. Das könnten auch Breiti und Kuddel sein, ich würde das gar nicht merken. Das hört der Sebastian Krumbi alles nicht gern. Das können wir nicht merken. Ist ja egal, deswegen rufen wir den. Aber Leute, eine Frage. Ich habe ja letzte Woche so angemerkt, dass die vielleicht gar nicht so cool waren. Na! Da stehe ich ja jetzt blöd da, wenn wir den jetzt. Nein, das klären wir jetzt nichts. Also, nachdem ich mit dem Sebastian telefoniert habe, findest du die auch cool, Schmidt. Du musst jetzt auch gar nichts sagen. Du kannst einfach so tun, als wärst du nicht da. Und jetzt rufst du mal bitte Sebastian Krumbiegel an. Machen wir das von deinem Handy? Nee, kannst du auch von dir. Ich habe ein bisschen. Jetzt, mach doch. Okay. Du hast doch die Nummer. Jetzt ruf mal ihn bitte an. Also, was ich ja gemacht habe, ist, ich habe die Fragen aufgeschrieben, die ich als Kind, nämlich schon im Kindergarten habe ich gern die Prinzen gehört, die ich mich da am meisten gefragt habe. Erklär mir das gleich selber. Ich sag aber sie, oder? Hallo? Hallo, Herr Krumbiegel, hier ist Jakob Lund und hier ist der Podcast Baywatch Berlin. Neben mir sitzt Klaas Höfer-Umlauf und Thomas Schmidt. Guten Tag. Moin, moin, ich grüße dich. Wollen wir nicht lieber du sagen? Ja, es war jetzt praktisch der Respekt, der mich jetzt zum Sie gezwungen hat. Hey, ja, alles cool. Ich habe das natürlich gehört von letzter Woche. Ja. Und möchte dir erstmal zu deinem guten Geschmack gratulieren. Also das ist für mich gerade wirklich ein magischer Moment, weil ich bin auch dann, die ganze Woche habe ich mich jetzt auf das Gespräch mit dir gefreut und bin nochmal so meine ganzen Prinzenerinnerungen durchgegangen und der Erstkontakt fand eben statt durch eine gelbe Doppelkassette. Weißt du noch, wie die hieß? Ah, weiß damit, ich nicht das mehr. Ich weiß es nicht mehr. Das waren dann scheinbar die ersten beiden Platten oder so. Genau, und damals hat der Große alles nur geklaut. Ja. Und das habe ich praktisch mit meinen Freunden tatsächlich im Kindergarten auf dieser Spielfläche, die es vor dem Kindergarten gab, haben wir dieses Lied laut mitgesungen.
Ja, cool. Das, weißt du, das Geilste ist ja, dass das heute nach wie vor passiert. Also das finden wir ja so faszinierend, dass heute die nächsten Generationen nachwachsen und dass wirklich heute wieder Fünfjährige die Lieder singen. Das ist schon der Hammer irgendwie. Das ist, ja, kann man nicht schnitzen. Muss man irgendwie seinem Schicksal dankbar sein. Und ich weiß sicher, dass auch ein Gottschalk, der wird da nicht gern drauf angesprochen, dass Leute zu ihm sagen, ich bin mit dir groß geworden und so. Aber ich, vielleicht musst du da jetzt kurz durch, weil ich habe mir vorgenommen, dass ich dir die drei Fragen stelle, die ich praktisch im Kindergarten am meisten wissen wollte. Und die sind ja, natürlich von einer gewissen Naivität geprägt. Ja. Und das, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel und magst mich danach trotzdem. Weil ich mag dich auf jeden Fall. Also Frage 1 lautet tatsächlich, auch wenn ich sie mir selbst beantworten kann, will ich sie jetzt einmal stellen, um mir dann so ein High Five zu geben mit dem 9-jährigen Jakob. Sind deine Haare wirklich rot? Nein, natürlich nicht. Dazu muss man nämlich wissen, in der Zeit hattest du rote Haare, der Tobias, glaube ich, ganz weiße Haare oder auch mal gelb, ne? Und, ja, und das war auch ein Teil davon, warum ich Fan war, weil ihr wart richtige Punker irgendwie, ne? Ja, ich hab die Diskussion letzte Woche mitgekriegt. Also natürlich bin ich glaube sogar, ich bin heute im Herzen viel mehr Punker, als ich damals war, ja. Aber wir kommen natürlich aus einer völlig anderen Ecke. Wir kommen natürlich volle Kanne aus der Klassik, waren eben Tomano und ja, also wie gesagt, heute höre ich total viel Punkrock und ganz andere Sachen, als ich früher gehört habe und habe viele Klassiker von Punkrock erst viel später kennengelernt, ja. Na, und aber ich glaube, das war so ein bisschen, was die Begeisterung für mich ausgemacht hat. Ihr wart eben genau eigentlich so brave Chortypen, die dann mega krass anders aussahen als andere Künstler und die irgendwie immer so lustige Texte hatten ums Eck, die irgendwie gesellschaftlich relevant waren, was mich irgendwie also auch als Kindergartenkind schon irgendwie gecatcht hat. Nächste Frage, ja? Ja. Also die ist aus der damaligen Gesicht gestellt und da war eben immer die Texte, ich wäre so gerne Millionär. Hat euch das zum Millionär gemacht? Habe ich mich wirklich als Kindergartenkind gefragt. Ob es geklappt hat, sozusagen. Geklappt hat, ja. Also pass auf, ich könnte heute singen, ich war so gerne Millionär, aus vollem Herzen, ja, sozusagen. Und das ist, nein, pass auf, also wie es eben immer so ist, was du immer hörst von allen möglichen Leuten, also das ist natürlich immer so ein Ding, redet man über Geld oder redet man nicht über Geld, ja? Was soll der Scheiß? Also natürlich, pass auf, wir haben gut Geld verdient, wir verdienen heute auch immer noch ganz gut Geld, aber Millionär bin ich nicht, Punkt aus. Und die dritte Frage ist, ich bin auch großer Fan gewesen von dem Lied, da geht es ums Fahrradfahren. Man ist nämlich mit dem Fahrrad immer schneller dran, auch super modernes Thema, eigentlich müsstet ihr den heute noch mal neu in die Charts boxieren. Da geht es auch darum, jeder Popel fährt ein Opel und jeder Arsch ein Jaguar. Und da wollte ich wirklich wissen, ob du wirklich so viel Fahrrad gefahren bist, weil ich als Kind natürlich auch viel Fahrrad gefahren bin. Du, ich fahre nach wie vor viel Fahrrad und finde Fahrradfahren nach wie vor geil. Aber die Geschichte hinter dem Lied ist übrigens noch ein bisschen eine andere, weil ich habe damals ein Lied geschrieben, kurz nachdem die Mauer gefallen war, als ich mir mein erstes Westauto gekauft hatte. Und das war damals ein Käfer. Ja. Für 1000 Mark habe ich mir damals einen Käfer gekauft und habe ein Liebeslied für meinen Käfer geschrieben. Neulich bin ich wieder mal besoffen mit meinem Käfer rumgefahren. Wie immer konnte ich noch hoffen, die Polizei hält mich nicht an und so weiter und so fort. Und dann bin ich ins Studio gekommen damit zu Annette Humpe, unserer Produzentin. Mhm. Und die hat gesagt, Liebeslied über den Käfer ist völliger Quatsch, interessiert keine Sau. Mach was anderes draus. Und da haben wir danach, also mit Tobias zusammen, habe ich dann sozusagen das Fahrradlied, haben wir das draus gemacht. Wann seid ihr wieder auf Tour? Ich muss unbedingt mal wieder aufs Konzert gehen. Es wir gibt sind so viele Lieder, die mir am Herzen liegen. Wir sind jetzt erstmal auf einer kleinen Theatertour. Ja? Jetzt im März, April. Und dann aber bereiten wir gerade, und das ist jetzt echt ohne Scheiß, deswegen, ich habe ja letzte Woche mitgekriegt, eure Diskussion, ob die Prinzen jemals cool waren oder überhaupt cool sein können, ob das Wort überhaupt mit uns in Bildung gebracht werden kann, bla bla bla. Thomas, hier, ich muss mich entschuldigen, also ich fand sie auch sehr, sehr cool, habe mich nur gefragt, ob das in der Selbstwahrnehmung auch so war. Also hat man sich, während man quasi a cappella gesungen hat, wie Punks gefühlt auf der Bühne? Du, wie Punks, ich glaube, wir haben immer gesagt, wir machen A cappella Punk, weil das, was wir machen, ist nicht so eine kunstvoll, wie irgendwelche Klassiker das machen, sondern wir brüllen schon auch ganz schön rum und machen irgendwie schon andere Sachen. Also, aber ich glaube schon, wir sehen uns auch heute mehr verortet in Richtung irgendwie, was weiß ich, Hosenärzte, Fantas, keine Ahnung, eben, die mit uns zusammen damals kamen.
Das muss man ja auch mal sagen, jetzt um das Ganze auch mal abzurunden mit dem, warum ihr bestimmte Sachen macht und so. Und du hast, glaube ich, mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr Zeit in deinem Leben, auch in deinem öffentlichen Leben, dafür aufgebracht, dich einzusetzen für politische Themen, als dass du jetzt einfach nur Musik gemacht hast. Deswegen siehst du dich natürlich auch in so einer Haltungstradition mit anderen Bands, die sich eben genauso stark machen. Gerade da in Leipzig machst du viel, darüber kennen wir uns ja überhaupt erst. Über politisches Engagement, du bist so entschieden gegen rechts, es gibt keine Demo, auf der du nicht vorne mit dabei bist, es gibt keine Plattform, die du nicht nutzen würdest, um deine politische Haltung klarzumachen und gegen Nazis dich auszusprechen. Und ich finde da vor Ort und auch so als Identifikationsfigur für ganz viele Leute, die da mittendrin auch leben müssen, teilweise in solchen Strukturen, finde ich, machst du und macht ihr da auch einen total wichtigen Job. Du, weißt du, erstmal vielen Dank für die Blumen, die kann ich natürlich auch nur zurückgeben, weil natürlich du eine viel größere Öffentlichkeit hast und da dich genauso klar hinstellst. Also wir haben uns ja über Seenotrettung sozusagen kennengelernt. Wir haben ja irgendwie beide irgendwie Klaus-Peter Reich unterstützt oder eben diese ganzen Projekte, die es da eben gibt. Ja. Und wenn ich irgendwie höre, was da gerade bei Pegida abgeht oder was da bei Pegida abging mit irgendwie Absaufen, Sprechchören, da kotze ich echt in den Saal, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich auch ehrlich sagen, dass diese Leute, die ich ja versucht habe, irgendwann mal zu verstehen, dass die wirklich keinerlei Respekt verdient haben und dass man da wirklich auch ganz klar dagegen stehen muss. Egal, ob man jetzt in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Ich glaube ja immer, dass das jeder an seiner kleinen Front genauso machen kann. Und wenn wir jetzt irgendwie ein bisschen mehr Öffentlichkeit haben und eben eine Bühne haben, mit der wir das nach draußen tragen können, dann finde ich das cool, dass wir das machen und kann aber auch keinem anderen, der in der Öffentlichkeit steht und das nicht tut, das vorwerfen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber das mache ich schon ab und zu. Für eine Normalität. Also ja. Ich finde, jeder, der das nicht macht, ist auch irgendwie ein Idiot. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also man hört das auch jetzt wieder, Sebastian. Haltung, das hat euch damals wie heute ausgemacht. Ich möchte mich wirklich sehr bedanken, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Es hat mir tatsächlich sehr viel bedeutet und ich freue mich dann aufs nächste Konzert und lege wirklich auch allen Baywatch Berlin-Hörern nochmal große Klassiker ans Herz, wie Alles nur geklaut, Gabi und Klaus, Mann im Mond, Küssen verboten und noch viele, viele weitere. Was ist dein Lieblingslied zum Abschluss? Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, mein Lieblingslied ist echt, sind ein paar Sachen von den neuen Sachen, die wir jetzt gerade machen. Wir schreiben gerade mit verschiedenen Leuten, auch außerhalb der Band, Songs. Und da habe ich ein paar Songs, die wirklich richtig gut sind. Ich glaube wirklich, dass wir werden Ende des Jahres eine Platte rausbringen, die richtig cool ist. Und die wirklich echt cool ist, wo ich wirklich wieder Fan bin, wie von der ersten Platte. Und das ist für mich irgendwie das Allerwichtigste. Dass ich wirklich sage, hey, wir sind nach wie vor eine wache Band und wir sind nach wie vor eine lebendige Band und reiten eben nicht auf den alten Dingern rum. Natürlich ist es geil, so viele alte Hits zu haben, aber es ist trotzdem viel wichtiger, ja, lebendig zu bleiben und weiterzumachen und nach vorn zu gucken. Und das machen wir gerade. Und wir, ja, ich habe ein paar Lieblingslieder, kann ich aber leider noch nicht sagen, wie die heißen. Alles klar. Also ich habe auf jeden Fall schon mal ein Weihnachtsgeschenk und wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei dir, Sebastian. Vielen Dank. Hey Leute, vielen Dank. Ihr habt mit mir auch einen neuen Fan. Sehr gut, den sammeln wir momentan auch noch einzeln ein. Insofern hilft uns das auch. Ne? Tschüss, Sebastian. Tschüss. Hey, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ach, cool. Also das ist jetzt, ich bin jetzt selig. Was habe ich gesagt? Danke, Klausi. Super Typ, ne? Ja, super Typ. Ja. Es ist für mich ein schönes Gefühl. Ich habe noch diese ganzen alten Bilder im Kopf, wie die dann auch das erste Mal im Fernsehen aufgetreten sind und wie ich fand die einfach immer super. Ja, das ist, finde ich auch, weißt du, was mir aufgefallen ist übrigens, wenn man jetzt hier so ein paar Folgen Podcast und so weiter gemacht hat, ne, dann muss man ja auch mal ganz selbstkritisch, wenn man sich das dann mal auch zur Kontrolle mal anhört oder hier und da mal so reinhört, dann fallen einem auch so Eigenheiten auf. Bei einem selber, aber auch bei den anderen. Ne? Bei dir muss ich sagen, am wenigsten, ehrlich gesagt. Du neigst zum Überschlagen der Stimme, was aber, finde ich, nicht schlimm ist. Bei mir ist es ganz schlimm, dass ich sage die ganze Zeit immer, sagen wir mal, wenn man jedes Mal einen Schnaps trinken würde, wenn ich sagen wir mal sage, oder sammer mal, sage ich auch sehr oft, wenn man da jedes Mal ein Glas Bier trinken würde, wäre man tot am Ende vom Podcast. Und was du immer machst, ist, das ist mir aber auch privat schon mal aufgefallen. Das mit dem Basler. Nee, das mit dem Basler fällt ja jedem auf. Aber es gibt so eine andere Sache, wenn man über Essen redet hier. Ja. Ne? So, und man redet über irgendwas Kulinarisches, dann kommt dir, ohne dass du das, glaube ich, selber merkst, sagst du ganz leise, so dass ich das hier im Raum manchmal gar nicht höre, sondern erst auf der Aufnahme hört man so ganz von hinten so ein gehauchtes Lecker. Ist das wirklich wahr? Ja. Oh Mann, jetzt schäme ich mich. Du bist ganz rot. Ja. Du sagst so, oh, und ich glaube nicht, dass du das merkst. Ich glaube, dass du einfach... Oh Gott, das wäre noch schlimmer. Guck mal, da hat jemand Buletten gemacht. Lecker. Egal, über was wir reden. Lecker, sagst du dann.
Und ich finde, da müssen wir auch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe es jetzt wahrscheinlich diese Folge schon wieder ganz oft gemacht und habe es irgendwie nicht mitgekriegt. Tut mir leid, ja. Ja. Aber so ist es. Man muss auch selbstkritisch über diese Sachen sprechen. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass meine Mutter sich vorkommt, als würde sie mit uns am Tisch sitzen. Ja. Und das geht jetzt ein Stück weiter. Also ich war jetzt... Nächste Woche ist sie hier. Ich war im Saarland und ich merke, dadurch, dass sie jetzt jede Woche von mir eine Stunde Material kriegt, was sie früher in einem halben Jahr nicht gekriegt hat, weil meine Anrufe sehr, sehr selten waren. Dadurch ist das vollkommen so befriedigt. Ich komme also nach Hause und die reden gar nicht mit mir so. Also man sitzt quasi auf der Couch, es ist eigentlich alles gesagt, sie wissen eh alles durch den Podcast. Ja. Und früher wurde ich bombardiert mit Fragen, 1000 Fragen die Minute und jetzt, ja, jetzt gibt's Kekse und ansonsten fragen sie mich, wann ich denn gedenke abzureisen. Ja, naja, im Prinzip ganz normale Gespräche, die man so führt, ne, zu Hause. Ja. Ja, ich habe das immer, ich merke das immer, wenn meine Mutter keine Lust mehr hat, mit mir zu telefonieren, dann lügt sie, dass das Essen anbrennt. Also so wirkt sie mich dann ab. Sie sagt dann, oh du, das Essen brennt an. Und ich weiß halt, ich habe nicht einen Topf gehört in den letzten 20 Minuten. Die hat das nicht mal angefasst. Ja, und ich denke, guck auf die Uhr, es ist 5 Uhr. Was kocht die denn jetzt? Ach, so könnten wir den Podcast beenden heute. Das werden wir machen, ja. Wie ist denn eigentlich eure Haltung zu Corona? Was seid ihr für Corona-Typen? Gibt ja, ne? Super panisch. Ja, super, also panisch. Ich bin sehr informiert. Ich glaube, der große Unterschied zwischen ganz vielen Leuten ist, wie informiert man ist. Und es gibt ja jetzt nicht von offizieller Stelle, aber es gibt zum Beispiel Dorsten heißt der. Das ist Coronavirus Update, heißt das. Jeden Tag eine halbe Stunde vom NDR. Übrigens sowieso ein Sender, den wir lieben. Und eine halbe Stunde Update gibt es jeden Tag mit so einem Virologen, der von der Charité ist. Und der sagt einem halt, immer zu den neuesten Entwicklungen, der ordnet das einfach ein. Das macht er teilweise sehr wissenschaftlich. Man muss sehr genau zuhören manchmal, weil er dann natürlich bei jedem Tag eine halbe Stunde geht, der muss er ja auch ins Detail gehen. Aber es nimmt einem so ein bisschen den Schrecken vor dieser Sache letztendlich, weil man so denkt, naja, man kann es kriegen, aber... Warum steht da Desinfektionsgel? Das benutze ich schon ganz lange. Aus reinem Ekel. Menschenekel. Also, vor euch hier. Also deshalb, ob euch das denn nicht aufgefallen ist, das habe ich schon ganz, ganz ja, lange. Ja, ich weiß, das hast du schon länger. Aber Jakob, was bist du denn für ein Typ? Nehmen wir erstmal, was du für ein Typ bist. Also ich bin da, also wirklich, das ist jetzt kein Scheiß, ich bin da sehr entspannt. Ja. Ich mir denke so, also A, man kriegt ja schon ein bisschen mit, dass die Verläufe sehr mild sind, wie es heißt. Mhm. Zum anderen ist quasi das alte Lied, ne, jede Grippe-Pandemie ist eigentlich schlimmer als das, was aktuell der Fall ist. Wir wollen mal nicht hoffen, dass es am Ende 28 Days later wird und ich werde ausgelacht für meine Meinung. Aber es sieht ja gerade nicht so danach aus. Und das ist halt irgendwie, wenn es einen erwischt, erwischt es einen. Dann muss man sich halt 2 Wochen in die Wohnung setzen und Netflix gucken. Und ja, dann war es das. Wird also, sehr, sehr schwer für dich. Ne? Wo ist das Problem, frage ich. Ja, also du wünschst dir das ja praktisch. Ne? Das also für dich ist das ja das Schönste, was überhaupt nur passieren kann, dass du einfach 2 Wochen gar nicht raus darfst. Ne? Schmitty ist extra nach Mailand gereist. Zur Fashion Week. Hat da Rolltreppen angehört. Aber ernsthaft, Leute, es gibt Netflix und Ravioli. Ne? Das ist das Schlimme, was passieren kann. Also ich finde, das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass man jetzt so eine Grippe-Pandemie oder sonst was, das kriegt man alles nicht mit. Ne? Also das wird nicht so großartig besprochen und das vollzieht man nicht so. Und da gibt es jetzt nicht jeden Tag in der Tagesschau dann neue Meldungen. Hier gab es einen Einschlag, da ist wieder was. Und irgendwie zieht sich dann so die Schlinge zu. Man denkt, oh Gott, die Einschläge kommen näher. Das hat man ja nicht mit anderen Dingen, die vergleichsweise ungefährlich sind. Was man nur merkt ist, das wird keinen Virologen und keinen Arzt der Welt überraschen, aber wie angreifbar man ist. Also wenn jetzt mal was umhergehen würde, was vielleicht anders ausgeht. Fest im Arsch. So, und eine, sagen wir mal, grundsätzliche Information, die man so da rausziehen kann, die hat Thomas Xeller, den kennt man vielleicht als Titanic-Autor und so weiter, der hat ein Gedicht geschrieben, was mir besonders aufgefallen ist. Und das heißt die Corona-Lehre, und das will ich hier mal kurz zitieren. Quarantänehäuser sprießen, Ärzte betten überall, Forscher forschen, Gelder fließen, Politik mit Überschall. Also hat sie klargestellt, wenn sie will, dann kann die Welt. Also will sie nicht beenden, das Krepieren in den Kriegen, das Verrecken vor den Stränden und das Kinderschreiend liegen in den Zelten zitternd nass. Also will sie alles das. Finde ich schon.
Also hat mich irgendwie, man sieht auf einmal, die Welt kann die Muskeln spielen lassen, wenn es irgendwie sein muss. Offenbar muss es nicht so oft sein. Was man übrigens daran auch merkt, ist, dass wenn es einen selber bedroht, dann wird man aktiv. Und das ist letztendlich der Corona-Verlauf, den ich hinter mir habe. Also von absoluter Panik. Ich war kurz davor, praktisch wie in so einer Übersprungshandlung der Not, meinen eigenen Urin zu trinken. Dann ist mir aufgefallen, ich bin gar nicht im Aufzug eingesperrt, es geht eigentlich alles weiter. Dann bin ich in den Supermarkt gegangen, habe etwa 20 Packungen Hafermilch in der Barista-Edition gekauft, weil ich mir gesagt habe, pass mal auf, es kann hier einiges passieren. Wenn ich zu Hause sitze, dann gibt es zwei Ernstfälle, die nicht eintreten dürfen. Erstens, Spülmaschinentabs sind leer, ich muss abwaschen, das ist auch in der Krise nicht denkbar. Powerdisk. So, und Powerdisk. Und zweitens, ich mache mir ein Cappuccino in der Quarantäne und dann ist die, und dann ist die Hafermilch alle. Das geht natürlich nicht. Also, muss sagen, was auch immer passiert, ich bin zumindest ausgerüstet, um 10 Tage mit Hafermilch zu überleben. Aber das ist wirklich so ein typischer Verlauf bei dir, egal bei was für ein Thema. Erstmal Panik und durch die Büros rennen und dann beruhigt sich's langsam. Du liest dann auch alles dazu. Exakt. Und jetzt ist bei mir eigentlich wieder so eine Art Medienzynismus ausgebrochen. Meine größte Sorge ist inzwischen nicht, die zu sterben, sondern ich werde diese Woche am Mittwoch, es kommt ja Donnerstag raus, wir zeichnen heute Dienstag auf, aber am Mittwoch werde ich mit dem ICE nach München fahren. Und meine größte Sorge ist, dass da irgendein Arschloch sitzt, der irgendwie so einen leichten Husten hat. Nicht mal Corona, sondern es ist einfach so einen normalen Schnupfen. Und dann hält der Dreckszug an und ich muss da 14 Stunden im Dreckszug sitzen. Das ist meine größte Sorge. Und da merke ich, kann alles nicht so schlimm sein. Ja, gut, klar. Ne? Also, liebe Arschlöcher, wehe, ihr nehmt den Zug Hauptbahnhof 18.05 Uhr, dann gibt's richtig ein, dann werde ich zum ersten Mal gewalttätig in meinem Leben, wenn ich euch da erwische. Jeden, den ich am Bahnsteig husten sehe, der fängt sich eine. So. Okay, ja, also ich bin da auch noch alles in Ordnung soweit. Ich glaube, das kriegen wir alles gut hin. Ja, das ist gut. Deine Zuversicht ist meine Zuversicht. Ich habe mal eine Frage, die ihr mir vielleicht kurz erklären könnt, einfach rein Interesse halber. Weil ihr seid ja mal Experten und ich will ja auch nicht dumm dastehen und ich will mitreden können. Warum ist Dietmar Hopp ein Hurensohn? Warum? Was hat er gemacht? Das ist ein ernstes Thema, Klaas. Das ist gleichbedeutend mit Corona dieser Tage. Ist er ein Hurensohn, frage ich euch. Als Experten, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum einer ein Hurensohn sein kann. Also, was ist los mit dem? Also, SAP-Gründer. Liebe Anwälte, also erstmal zitierst du nur etwas? Ja, ich zitiere das. Ich frage nur, ob er einer ist. Weil das Leute behaupten, ich nicht kenne. Da gibt es Ultras von irgendwelchen Fußballvereinen, die sagen, er wäre wohl ein Hurensohn. Die scheinen sich so sicher zu sein, dass die große Plakate malen und so mit seinem Gesicht drauf und so weiter. Also die sind ja wohl sehr überzeugt davon, dass das ein Hurensohn sein muss. Und jetzt frage ich mich. Also die Fans haben die Intention, ihn zu beleidigen damit. So, genau. Aber was würdet ihr als Fußballexperten sagen, die Dynamik der Bundesliga ein bisschen besser verstehen, als ich jetzt zum Beispiel? Ist er in dieser Lesart ein Hurensohn oder eher nicht? Nicht. Absolut nicht. Was macht er denn? Also warum druckst du denn so rum? Was hat er denn getan? Das ist Glatteis. Also wir wollen ja nicht erstens nicht privat verklagt werden. Von einem Milliardär. Von einem Milliardär, der SAP-Gründer ist. Bin auch Milliardär. Ja, aber du verklagst uns ja nicht. Das stimmt, aber du verklagst uns nicht. Und du hast keinen Fußballverein. Also ich finde diese ganze Debatte, die schadet dem Fußball. Welche Debatte? Ich will 22 Männer auf grünen Rad sehen, die, wo sich nicht Gedanken machen, welche Haarfarbe tue ich mir heute reinschminken, sondern die den Ball ins Eckige donnern. Ich will Fußball sehen, ich will mal Weizen trinken, ich will König Fußball regieren lassen und netter wurde politische Fragestellung. Aber das ist eigentlich der Kern der Problematik Hopp. Kann man so sagen. Also es gibt Basler und es gibt die Ära Hopp. Jetzt hört doch mal auf, hier so verklausuliert zu reden. Ich versuche dir das zu erklären. Er hat durch sein Modell, dass er als Mäzen, als Milliardär einen Dorfclub, nämlich Hoffenheim, quasi so hochgepumpt hat, dass er auf einmal Champions League spielen konnte. Ist der nicht wie Kühne beim HSV, nur dass das halt da nicht geklappt hat? So ähnlich, ja. So ähnlich. Er macht das schon sehr gut und das muss man ihm zugute halten. Er macht das durchdacht und er macht das mit einem Plan und es ist nichts überstürzt und er verpulvert kein Geld. Also er macht das irgendwie sehr bewusst, aber es ist natürlich eine Provokation für alle Traditionalisten des Fußballs, wo Traditionsvereine wie der 1. FC Kaiserslautern, wie St. Pauli, wie der HSV, nicht Hertha, die ist irgendwie über hunderte Jahre. Bei Hertha ist Lars Windhorst, ne? Mhm. Ja. So.
So, die haben da gespielt und jetzt kommen auf einmal, wird mit sehr viel Geld ein Dorfverein. Auf einmal wird sehr viel Geld in der Bundesliga hantiert, ja. Auf einmal. Ja, es war das schon. Das ist wirklich die Problematik. Also, dass man auch sagen kann natürlich, in der Bundesliga ist ultra viel Geld unterwegs und da gibt es natürlich tradierte Vereine und Vereine, die eben neuer sind. So, und jetzt zum Beispiel Hoffenheim. Oder Rasenball Leipzig. Ja. Das sind jetzt hier Rangnick, der sagt dann, der macht ein Projekt und keine Fußballmannschaft und so. Genau. Das ist das Problem. Das sind Feindbilder. Das ist kein Traditionsverein. Achso, das nicht müssen Leute sein, die mit 5 Mark in der Tasche da kommen, einfach geile Tore schießen. Mit dem Wunder von Bern haben die nichts zu tun. Keiner weiß warum, die abends irgendwie noch ein bisschen Gras am Rücken haben. Ja, und auch sagen, so ein bisschen ein geiles Spiel. Union Berlin, dann, weißt du, so aus 3 alten Popeln hat jeder Fan selber das Stadion zusammengezimmert und so. Das sind natürlich die Legenden, die der Fußball lieber erzählt. Und Hopp ist so synonym für die neue Zeit des Fußballs, wo es nur noch um Geld geht und deswegen ein Dorn im Auge jedes Ultras. Und deswegen meinen die wohl, dass er ein Hurensohn sei. Auslegungssache. Ich habe jetzt letztens im Internet gelesen, von einer Journalistin, der Name fällt mir gerade nicht ein, wird nachgereicht, sobald mir wieder einfällt. Die finde ich die ganz in dieser Debatte, die ich nicht verstanden habe, wie gesagt, aber mal die Frage gestellt hat, ist das denn so schlimm, ein Hurensohn zu sein? Oh, guter Ansatz, ja. Finde ich eigentlich eine, ich bin beispielsweise Krankenschwestersohn. Ja. Aber ist. Also vielleicht ist das ja gar nicht schlimm, wenn man Hurensohn ist. Musst du mal Flair fragen. Ja. Wenn diese, hörst du auf jetzt hier. Und nicht jetzt die nächste. Dem wollen wir keinen Ärger spielen. Jetzt nicht die nächste einfangen hier. Der soll sich da mal müde prügeln an den Kameramännern von RTL. Da haben wir uns in Ruhe lassen. Aber die, ich frage mich halt, ob das sowas Schlimmes sein muss. Ich meine, wenn alle. Eigentlich nicht. Nö, also es kommt ein bisschen auf die Umstände an und so. Nachts ist die Mama auf Jück. Auf Sträßchen, aber im Prinzip. Also das ist interessant, jeder sieht das als Beleidigung eines Milliardärs, stimmt. Aber eine Beleidigung eines Berufsstandes, der offiziell anerkannt ist. Ja. Das sieht niemand. Da muss man auch mal, das muss man irgendwann auch mal philosophisch ergründen oder zumindest mal die Frage stellen dürfen, finde ich, ne? Du, so. Klasse, mir wird hier auf dem Herd, da brennt mir hier alles an hier, du. Ich habe hier extra gerade ein Risotto noch angesetzt. Lecker. Und der Brokkoli wird schon schwarz. Wieso? Ja, ich muss jetzt mal Schluss machen hier. Da brennt doch alles an, Klausi. Also. Leute, sollen wir von unseren Plänen noch berichten, dass wir vielleicht reportagig unterwegs sein werden in den kommenden Wochen? Hatte ich mir nämlich überlegt. Dass wir zum Beispiel, mal gucken, ob das klappt. Wir wollen gerne ein Spin-off machen von Baywatch Berlin. Wir wollen also das Imperium Baywatch Berlin weiter aufbauen auf mehrere verschiedene Säulen stellen. Ich finde super, dass wir es jetzt schon ankündigen, bevor wir es gemacht haben. Das läuft immer super. So macht man das in Berlin. Ja. In Berlin redet man erstmal darüber, wenn es die Idee gibt, ist praktisch eigentlich schon die Keynote fertig. Und die kommt jetzt. Wir machen die Baywatch Berlin Reportage. Das heißt, wir werden wie auch immer geartete mobile Aufnahmegeräte haben, die sehr praktisch sind, habe ich gesagt, in der Planung. Und die sind sehr praktisch, ne, Christian? Ja, die sind sehr praktisch, höre ich gerade. Ich weiß nicht, was es ist. Es wird auf Handys hinauslaufen. So, aber sehr praktische Handys. Und dann werden wir rumlaufen und währenddessen einen Podcast aufnehmen und was erleben mit den Zuschauern. Ach. Das ist nicht anders, als wenn wir hier sitzen und uns voll labern, sondern wir erleben was mit den Zuschauern und Zuhörern gemeinsam. Schmiddi kommt mal raus. Schmiddi kommt mal raus. Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich habe ein kleines Abenteuer vorbereitet. Du hast das geplant, Ausflug. Ja, ich habe einen Ausflug geplant für euch und für mich. Und den machen wir dann. Und dann werden wir währenddessen eine Baywatch Berlin Reportage machen. Das kommt dann auch außer der Reihe. Wird dann zusätzlich online gestellt. Und mal gucken, wie lange das geht, wie das funktioniert. Mal sehen, ob uns das Spaß macht. Du hast aber eingeplant, dass wir ab dieser Woche in München sind, weil wir da Joko und Klaas gegen ProSieben aufzeichnen. Natürlich habe ich das eingeplant. Das ist ein Abenteuer, was im Großraum unserer Arbeitsstätte stattfinden kann, da wo wir sind. Oh. Ja. Ist das mit Bratwürsten? Das hat mit. Lecker. Das hat mit Bratwürsten nichts zu tun, aber. Aber sagen wir mal, ist das in der Nähe? Das ist in der Nähe, ja. Es ist da in der Nähe von da, wo wir wohnen. Okay. Und also das machen wir dann. So, ansonsten gibt es am Montag wieder eine Ausgabe Late Night Berlin. Da kommen Teddy. Tecklebrand und Clouseau. Ja, Clouseau. Ja. Wird singen. Clouseau wird singen und ich werde auch singen. Und zwar in einem kleinen Einspieler, den wir mitgebracht haben. Und zwar ich zusammen mit einer kleinen Truppe von so ganz aufgeweckten, woken Kindern. Von 8 bis 12, würde ich sagen. Und meinst du die Cotti Kids? Die Cotti Kids. Das ist ein ganz aufgeweckter, neuer Kinderchor. Die Cotti Kids, die endlich mal Kinderlieder singen mit Themen, die Kinder von heute beschäftigen. Also da geht es jetzt nicht mehr immer nur darum, ob man Katzenaugen am Fahrrad hat. Es gibt ja teilweise auch andere Probleme, die gerade die Cotti Kids mit sich rumschleppen und die werden. Komm, verrat noch, welcher krasse Rapper dabei ist. Außer dir natürlich. Ich finde, das nimmt die Überraschung, wenn man sagt, dass Luciano da mitmacht.
Leute, uns brennt's Essen an hier. Ja, ne? Es brennt wirklich also, das Essen an. Wirklich, also wir ziehen hier mal die Dunstabzugshaube des Lebens auf und hoffen, dass sich der ganze Dampf der letzten Tage da reinzieht. Wirklich schnell. So, hier sind wir, das Festival der Doppeldeutigkeit. Leute, das war Baywatch Berlin. Wir lieben euch aufrichtig. Wir schicken euch ein, zwei Bussis, mit denen müsst ihr jetzt durch die Woche kommen. Also nicht alle gleich verbrauchen, sondern schön einteilen. Ne? Bis nächste Woche. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Baywatch Berlin. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.